So, liebe Leute, ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play F1 23. Nächster Grand Prix, Rennen Nummer 8, steht dieses Wochenende an. Großer Meister und Monster. Ja, wir gehen so langsam Richtung Saisonende. Wie gesagt, das wird letzte Rennen. Nächste Woche Brasilien. Und danach geht es dann weiter schon mit Las Vegas zum Abschluss. Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Oh, scheiße. Du musst alle Neuentwicklungen über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Doch, guter Zweck ist im Richtigen. Aber du bist gut damit umgegangen. Danke. So, also nochmal rüber zum F&E-Ding. Wir müssen natürlich wieder Sachen neu auswählen. Jetzt haben wir denn 300 Punkte. Ich glaube, so groß haben wir gar kein neues Update reingehauen. Diese Events brauche ich gar nicht reinzunehmen. So, Reifenauswahl. Und ausgewogen. Und ab die Post hier in Monza. Hoffentlich machen wir dort mal ein trockenes Rennwochenende. Das war schon gut. Alle mal herhören, bitte. Die technischen Reglements werden geändert. Es kann sein, dass ein Teil unserer harten Arbeit hier umsonst war. Also müssen wir etwas tun. Überlegt euch, wenn ihr Zeit habt, in welche unserer Entwicklung wir investieren sollen, damit wir sie behalten können. Genau. Aber da ich nicht rübergehen werde in die neue Saison, sollte das eigentlich kein Problem sein. So, gucken wir mal gerade Upgrade. Gewicht und Reifenabnutzung sind gescheitert. Wird von abgeschlossen. Okay. Also es bleibt tatsächlich sogar trocken, das ist immer wichtig. So, Teil werden wir anpassen. Ihr seht gerade, da ist fast alles gerade so ein bisschen. Teil gefährdet 5 Teile. Okay. Ja, gut, das ist klar. Das gucken gerade durch. So, wunderbar. Wir haben nur 69 Punkte. Das heißt, wir müssen leider noch ein bisschen verdienen. Ist aber nicht weiter tragisch, wie gesagt, da wir ja eh in die neue Saison nicht drüber gehen. Wir werden also keine zweite Saison fahren. Das wird nur die eine Saison bleiben. Naja, auf geht's ins nächste Session und wir gehen auf die Strecke hier in Italien. Monza ruft dieses Rennwochenende. So. Gut, wählt man das Auto aus, also die Autoeinstellung aus. Italien. Sehr schön. Ich habe mit den F&E-Leuten über die neuen Teile gesprochen und sie wurden erfolgreich in den Wagen eingebaut. Wenn wir Glück haben, kannst du die Verbesserung spüren. Also probier sie mal aus. Ja, wir wollen hoffentlich mal ein etwas besseres Ergebnis haben als in den letzten Sessions. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Wir wollen zumindest noch mal Punkte mitnehmen. Wir wollen vielleicht noch mal ein bisschen einen kleinen Sprung machen. Vielleicht schaffen wir tatsächlich noch ein Plätzchen. Vielleicht schaffen wir noch mal ein Plätzchen. In der. Schon der Unterboden. Der Unterboden wurde beschädigt. Komm an die Box und wir kümmern uns.
Damit hat sich die Nummer auch schon wieder erledigt. Ich habe plötzlich schnell für die Kurve, ja, für die erste Kurve. Ja, die letzten Rennen waren nicht gut. Definitiv nicht. Von den Ergebnissen her. Oh. Da war die Linie. Ich habe dich ein bisschen was hinterreden, da war das. Geht schon wieder gut los hier. So, Auto wieder in die Box, Unterboden reparieren. Hoffentlich klappt das jetzt. So, 4 Minuten. Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Aber wir nehmen, überspringen Sie, ich warte jetzt nicht die 4 Minuten ab, bis da irgendwann mal was passiert. Deswegen werden wir kurz den kleinen, kurz überspringen. Und dann geht's auch wieder auf die Bahn. Garage räumen, der Wagen fährt gleich aus. Piastri hat 26,3 erfahrt, oder? Bart wahrscheinlich oder Medium. Oder ich lasse mal das Auto noch schnell ziehen. Ist der Pierre Gasly auf 3, aber das ist... So, jetzt schön aufpassen hier nicht, dass wir an der ersten... Das hat er immer noch meinen alten Helm an. Ich habe eigentlich mittlerweile schon längst einen neuen. Naja, egal. Jetzt ist aber diesmal hoffentlich kein Unterboden beschädigt. Alles seit 25,3. Die besten Leistungen erzielst du, wenn beide im Normalbereich liegen. Die Oberflächentemperatur fluktuiert schneller. Piastri knackt die Zeit 25,0. Das ist nicht gut für uns eigentlich, weil es um die Punkte, noch um Punkte geht. Jeff hat gerade gequatscht, hat was erzählt, ja. Au. Naja. Hört sich total toll. Und damit hat es den nächsten Unterboden zerlegt. Der Unterboden wurde beschädigt. Bis du für die Reparatur reinkommst, wirst du deutliche Leistungsverluste spüren. Alles in Ordnung. Das war ein Klar. Richtiger Aufprall. Mach den Motor aus und warte auf die Marshalls. Das Auto muss natürlich in die Wand doch mal lenken. Ich habe nämlich jetzt nichts gemacht. Dankeschön. Und damit ist die erste Session mal wieder für den Arsch.
Aber warum ist die Karre von der Strecke zurück einfach mal nach rechts abgebogen? Die Session ist jetzt abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Russell und Charles Leclerc. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, ciao. Oh Mann, das geht schon wieder so gut los hier mit dem Training. Training 2. Jetzt hoffen wir mal, dass wir ein gutes Ergebnis endlich mal raus haben. Ich habe nichts auf die Reihe bekommen. Wir haben zwei Unterboden beschädigt und den Einschlag in die Mauer mal wieder. Wie gesagt, es geht gut los. Ja, das ist schon eine Überraschung. Ich habe natürlich nichts auf die Reihe bekommen. Wir werden jetzt nochmal auf Soft fahren und dann nochmal auf Medium im letzten Sektor, im letzten Training. Aber warum ist das Auto so nach rechts gezogen? Das frage ich mich halt. Hat er meine tatsächlich einen Dämpfer erwischt oder was auch immer? Oder irgendwas von der Lenkung erwischt? Weil ich war ja wie auf der Straße zurück und dann wie langsam und dann sagt er mal, haut er mich da raus. Das ist halt das Merkwürdige. Aber es ist halt wieder Training für den Arsch. Das war schon beim letzten Rennen schon so. In den Niederlanden hat auch das erste Training erwischt. Ich meine, vom Ergebnis wäre mir ja besser mehr drin gewesen. Nicht den Frühstart und nicht den. Oh, Moment, bitte mal kurz. So, durch den. Ich musste mich gerade das Spiel gerade ein bisschen leiser machen auf dem Headset. Das drückt gerade extrem. Nein, das Ergebnis des Rennens, also die Pace war ja super, aber halt durch den Frühstart, die Durchfahrtsstrafe, war halt dann am Ende das Rennen am Arsch. Wir haben nochmal gut was aufgeholt, ja, aber mehr auch nicht. So, jetzt habe ich das mal ein Ergebnis hinbekommen. Jetzt haben wir ein bisschen Glück, jetzt mal ein bisschen besser rumgekommen sind. Ich hoffe, dass ich wieder nahtlos rübergehen kann ins neue Spiel. Sonst wird mal was anderes kommen hier auf dem Kanal. Also wahrscheinlich GTA dann. Aber das ist jetzt gerade kein Thema. Wir müssen natürlich gucken, dass wir ein gutes Ergebnis hier raushören. Dass wir endlich mal wieder ein bisschen was mitnehmen. Nein, 23213 ist die erste gezeitete Runde. Ja, gut, rumgekommen um die erste und die Gaskurve.
Nicht ganz optimal, nicht ganz optimal, aber hat gereicht. Das gibt noch mal eine schnelle Runde. Die haben uns noch mal ein bisschen verbessern können. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir sogar noch einen Sieg zum Abschluss. Das wäre auch noch mal der gute zweite Platz in Großbritannien. Dazu vorher Platz 7 in Österreich. Das sind bisher auch die einzigen Punkte diese Saison. Alles andere haben wir bisher ziemlich weit hinten. Also maximal Platz 17 halt verbessern. Das wäre auch vielleicht noch was mehr drin gewesen in den Niederlanden. Wie gesagt, die PS4 drin gewesen. Durch die Durchfahrtsstrafe, durch die Frühstart. Meine eigene Schuld. Definitiv. Wäre dort auch mehr drin gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das Rennen vielleicht hätten gewonnen. Keine Ahnung. Aber wir wären wahrscheinlich gut in den Punkten dabei gewesen. Wir waren gefühlt die Stärksten. Gut, muss aber auch sagen, der vierte Platz, den ich da hatte, der kam auch nur zustande, weil es ja, weil wir eine gute Runde gefahren sind, und danach der Regen direkt kam. Also alles andere, was danach irgendwann rausgefahren ist, durfte ja keine schnelle Runde mehr fahren. Also ich dachte, wir fahren mal direkt vorne. Das muss man auch mal einfach anmerken. Ja, also ein bisschen tief stapeln, ja. So, ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass wir da wieder zu schnell über die Dings fahren. So, diesmal haben wir das Auto nicht weggeschmissen. Also, ja, noch müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir wissen nicht, wie schnell die anderen sind. Gucken wir mal gerade, was wir Zeiten so sagen. Dann verstoppen zum Beispiel Sainz, eine Sekunde vor Sainz. 24,3. Das macht ein bisschen Mut. Das macht ein bisschen Mut. Sargent und Stroll sollten von den Zeiten her kein Problem sein. Vor allen Dingen, ja gut, Sargent auf Medium eh nicht. Stroll auf Soft, da sollte man eigentlich von der Pace ja deutlich besser sein. Und noch 2 Minuten. Kann ich noch mal einen Satz schmeißen? Oder ist der dann kaputt für... Ja, wir haben noch ein bisschen, ne? Komm, wir probieren noch mal eine Runde. Eine kleine Session, dann haben wir mal Feierabend für heute. Also für dieses Training. Wir haben ja noch das dritte freie Training gerade. Das ist also ein bisschen habt, habe ich noch in der Backe. Und es hat auch so eine Gründe, warum ich heute hier früh aufnehme. Wir haben jetzt kurz nach 7, irgendwann 7:30 vielleicht. Der Grund ist einfach, weil ich eine Dachfußschusswohnung habe. Ich hier quasi direkt auf der Sonnenseite unterm Dach sitze. Und jetzt nicht hier anfangen, mega so spät aufzunehmen. Gerade wenn es in die Mittagshitze geht, will ich hier einfach ein bisschen, sonst koche ich hier weg. Ich habe gestern schon Far Cry New Dawn aufgenommen in meinem Schlafzimmer. Schlafzimmer ist quasi auf die andere Seite gerichtet, also weg von der Sonne. Und trotzdem war das so fett warm. Da habe ich den Ventilator laufen lassen. Und jetzt wisst ihr, warum ich mich quasi am Feiertag früh um 7 dran setze, um vom Lines auf. Es wird nämlich schon wieder ein bisschen wärmer. Und ich habe hier meine Rollläden davor und trotzdem wird es schon warm. Also
Ich habe auch was gedacht, na, nimmst jetzt was erstmal was anderes auf, haust du dann heute Nachmittag oder Mittag dann noch ein bisschen Formel 1 raus? Jetzt wie gesagt, nee, heute früh. Direkt heute früh. Na gut, dann schauen wir mal. Hamilton hinter uns. Leider gibt es keine Zeiten. Also einen Versuch werden wir noch setzen und dann ist mal den Sieg. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz. Ja, die erste Kurve war schon mal optimal getroffen. Aber der. Mal ein bisschen verloren in der Zeit. Aber ein bisschen was mit an Sprung, also nicht ganz sauber, aber wir nehmen einen guten Sprung mit. Also wenn ich Glück habe, kann meine fällt jetzt gleich die 1,22. So, 1,25,6. So, jetzt fahren wir wieder mit dem Ferrari her. Der sollte jetzt auf die schnelle Runde gehen. Und vielleicht nimmt er uns ein bisschen mit. Alle klar ist es. Wir stimmen uns jetzt hier schön mit auf dem mit dem Windschatten. Das heißt, wir könnten dann mal vielleicht unsere Zeit kommen und noch ein bisschen drücken. Aber weniger, weil wenn ich das genug noch nicht genug RAS haben, wenn die Zeit nicht gut ist. Neue Bestzeit gibt es nicht, aber immerhin. Aber immerhin, wir haben noch mal eine Runde gesetzt. Gut, jetzt haben wir mehr gefahren als im ersten freien Training. Gut, kein Grundstück, aber trotzdem. Das wäre zumindest mal ein guter Auftakt in dieses Rennen. Aber so ging es auch in Niederland los. Dann haben wir es quasi direkt am Start weggeschmissen. Mit dem Frühanzucken. Es war ein klarer Frühstart, der war viel zu früh. Müssen wir noch einsehen und dann war das Thema gegessen. Zumindest konnte man von der Face noch mal ein bisschen was aufholen und noch den einen oder anderen kassieren. Am Ende war es dann aber trotzdem wieder nur Platz 17. Da war nicht das erste Mal in diesem Rennen, wo ich ein bisschen das ausgerichtet hatte. Wie gesagt, ich denke mal, ohne den Frühstart, ohne die Durchfahrtsstrafe wäre es definitiv mehr gewesen. So, der Ferrari ist jetzt vorbei an dem anderen Auto, was davor war. Das dürfte ein Alpha Tauri gewesen sein, wenn ich das richtig von der Farbe her deute.
in der aber jetzt in die Box geht. Und damit spreche ich dementsprechend keinen Ding, keine Milchstunde. 22.3 ist die Zeit, die wir haben im zweiten freien Training. Ich mache nämlich jetzt Feierabend. Ihr seht nämlich, wir sind schon wieder bei einer Viertelstunde, alleine nur für dieses Training hier. Die Folge sollte auch nicht zu lang sein, deswegen möchte ich das auch gerne einfach mal stehen lassen. Unterboden? Wird der Unterboden beschädigt? Okay. Ja, egal. Die Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. So, wir lassen es einfach runterlaufen. Wir sind deutlich vom Rest des Feldes. 1,2 Sekunden knapp oder 1,1 sind es. Von Norris vor Hamilton vor Verstappen. Es macht Mut. Sainz drückt unter eine Sekunde. Aber wir sind die schnellsten im freien Training. Zumindest im ersten, im zweiten. Ersten, naja, geschenkt, liebe Leute, geschenkt. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Rodriguez, Sainz und Lando Norris. Leider müssen wir uns jetzt schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Also Strolls, Albon und Sargent auf den Plätzen 8, 9 und 10, das ist auch durchaus eine Überraschung. Muss man einfach mal so knallhart sagen. Gut, sie sind auf Soft gefahren, während dann Charles Leclerc der Ferrari auf Hard gefahren ist. Ich weiß nicht, ob das Reifen werden für das Rennen. Wir werden jetzt mal auf Medium testen. Das konnten wir ja im ersten freien Training leider nicht. Aus Gründen. Aber dann gehen wir direkt rüber. Nein, wenn wir nicht noch fahrtesten, weil die hatten keine Option werden. Ach, wir dürfen gar nicht. Aha, ich hab die Medium weggeschmissen. Scheiße. Ja, dann werden wir fahrtesten. Geht's halt nicht anders. Wäre für den Fall, dass irgendwas passiert. Also Medium haben wir, kommen wir leider nicht. Kann ich euch leider nicht zeigen. Das nervt gerade so ein bisschen. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Aber dann werden wir ein bisschen auf Hard testen. Also wir werden quasi durchfahren, nicht auf Zeitenjagd gehen. Ich hätte die Medium gerne getestet in der allerdings. Wir werden den ersten Versuch auf Zeit gehen und danach werden wir dann quasi das ERS abschalten. Wo hat der mir den Unterboden gesehen? Na gut, es kann sein. Im ersten Versuch sind wir so ein bisschen über den Körbs geräubert. Das war nicht gut. Das kann natürlich der Grund gewesen sein, dass der mir den Unterboden gekostet. Ja, ich habe den Schaden ja auch komplett stehen. Ne? Das heißt, jeder kleine Scheiß passiert, könnte am Auto kaputt gehen. So wie sie wie Realismus der Fall ist. So einzig habe ich bisher noch keine rote Flagge gesehen. Die habe ich auf erhöht stehen. Also eine rote Flagge haben wir tatsächlich noch nicht gehabt. In F1 23. Und wie gesagt, die Zeiten sind jetzt gerade egal. Also weiß ich, dass ich auf Soft deutlich schneller bin als der Rest des Feldes. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt hinkriegen, haben wir jetzt in Zeit hinbekommen. Wie gesagt, die erste Zeit ist jetzt wurscht. Oder allgemein sind die Zeiten in dieser Session egal, weil wir auf Hard Long Run testen.
Für den Fall, dass sie lange, dass die jetzt, dass wir die nehmen müssen beim Start, nach dem Start. Wir werden mit Sicherheit auch Soft starten. So, vor uns ist ein Williams. Oder? Ist Williams oder ist das Gasly? Die Farben sind immer ein bisschen komisch. Ich glaube, es könnte aber Williams sein. Ich finde Sargent oder so. Erster Sektor violett, es ist Albon, also tatsächlich Williams. Schön, dass wir den Windschatten holen. Ja, 26-0, die zweite sogar. Nee, 23,6, Entschuldigung. Ich habe schon gedacht, 26,0, die Zettel bei 0, das dachte ich mir, ja, das wird bestimmt schneller sein. Albon auf Medium. Jetzt schalten wir nämlich das EAS ab und fahren dann quasi auf, fahren jetzt auf Long Run. Das ist mir jetzt egal. Also, einige Runden werden wir jetzt fahren. Ja, wir waren eine Sekunde langsamer als in der zweiten freien Training mit dem Soft. Ja, perfektes Wochenende hätten wir ja gehabt. Ja, hätten wir ja haben können in Österreich. Mit den 3 Siegen in den Trainings und dem... Und dann waren wir ja alles im Sprint bis zu Beginn der letzten Runde. Und dann hat der Körper wöchentlich gedreht. Und trotzdem noch am Ende von Platz 20 die Aufholjagd auf 7. Ja, wir haben jetzt ein paar Minuten mehr, also wieder. Das ERS ist ja aus, das ist egal. Jetzt geht es rein nur ein bisschen um Long Run. Da fällt auf heute immer noch Albon, den ich aber zutrauen würde, dass er jetzt in die Box geht gleich. Los Hamilton, wir gehen unsere Zeit, ist aber nicht schlimm. Auch Soft auch kein Kunststück. Und Albon und Stroll wieder irgendwo in der Nähe. Stroll auf 4 mit Soft. Da kommt nicht unsere Zeit geknackt. Noch mal einen ordentlichen Schub an ERS. Geht der Albon rein oder bleibt er draußen? Ja, bleibt draußen. Ich hab ein Medium. Der fährt ebenfalls wahrscheinlich auf Long Run. Wie gesagt, ich kann die Mediums nicht austesten, weil sie im ersten freien Training weggeschmissen haben. Ich hätte sie gerne noch mal genommen. Ich will jetzt mal das Auto vor mir überholen, dass ich meine links voll sitzen kann. Und genau das meine ich, ich muss mich so aufpassen wegen dem Gras. Schön durch das Gras geflügt, hat noch vorbei am Albon, ich muss nicht mehr so rüberkommen. Also wenn ich den Platz lässt. Ich könnte sagen, der hat mich ins Gras gedrückt, aber egal, ist mir nichts passiert. Gott sei Dank nicht. So, wir fahren noch ein bisschen. Wir haben noch
Vielleicht 2-3 Runden noch und dann machen wir Feierabend für heute. Und dann sehen wir uns morgen schon wieder am Qualifying, 14 Uhr dann. Bist du mal passiert? Oh, Alter. Das war jetzt keine Absicht mit reinziehen. Ich musste das Auto fangen. Genau das war das. Eine kleine Aufmerksamkeit und noch einmal drehen. Fliegt das Auto oder geht das Auto fliegen? Jetzt habe ich natürlich den William schon wieder vor der Nase. So, 21:40 noch. Also wie gesagt, eine, diese Runde noch und dann die nächste und dann gehen wir in die Box und dann mit Feierabend. In der zweiten Freitraining sind wir 4 Runden gefahren. Im ersten Freitraining nicht eine. Also waren ja ein paar Jahre Zeit, glaube ich, auch damals so 4 Runden gefahren. Also die waren alle nicht so lange. Ja, schön, dass er ist. Also ich würde mal eine Runde versuchen zu drücken. Die 23,5 oder 23, ja, 23,5, die wir mal haben. Vielleicht nochmal was versuchen. Weil die Reifen wahrscheinlich abgenutzt sind, die werden wahrscheinlich nie noch mal was besuchen. Aber sie funktionieren schon mal auf den Long Ones. So, jetzt gehen wir nochmal auf Zeiten. Ich glaube aber nicht, weil wir da definitiv zu langsam sind. Jetzt kommt ja die Schikane, wo es jetzt 2000 so ordentlich geknallt hat. Genau diese hier ist es, wo der Streckenposten ums Leben kam. Das habe ich ja vor kurzem noch bei YouTube angeguckt. Haben wir auch alle gedacht, ja, der erste Schikane knallt bestimmt heftig, da hat es ein bisschen geknallt, ja, aber der große Knall gab es dann tatsächlich im zweiten Kurve, das war eine Schikane. Na, die Runde wird nichts, also von der Zeit her zumindest nicht. 23,2. Dafür sind wir gar nicht mal so schlecht eigentlich. Weil ich überlege, wir haben 23,5, wir sind 0,3 Sekunden hinter Lewis Hamilton, der klar auf Softkurs ist, also wenn ich ehrlich bin, könnte das dieses Wochenende was werden. Ja, wir fahren viel gerade, ne? Jetzt die Runden. Ich gehe aber dann nochmal in die Box. Das wäre, glaube ich, sinnvoller jetzt. Dann haben wir 7 Runden abgearbeitet und dann ist das top. Und wie gesagt, 0,3 Sekunden knapp hinter Lewis Hamilton. Das ist nicht mal nicht alte 4, zumindest auf den harten Reifen. Das ist zu verstoppen. What? 10 bis 15 Minuten? Es wird aber nochmal regnen? Okay. Gut, das ist jetzt eh wurscht, weil es ist keine Option fürs Qualifying morgen und fürs Rennen nachher. Also für mich nachher brauche ich am Sonntag. Deswegen. So, wir gehen jetzt rein. In La Box zurück.
So, bloß keine Strafe sich irgendwie einsammeln. Eine unnötige. Und dann haben wir ein gutes Ergebnis rausgeholt. So. Dann gucken wir gerade mal. Ne, wir gucken gar nichts mehr. Wir machen jetzt mal, oder wir gucken ja doch auf die Tabelle mal, was am Ende rausgekommen ist, was am Ende rauskommt. So, also. Gut. Und da jetzt alle Fahrzeuge Dritter. Die Ziellinie überquert haben, Alonso Stelzer. Nochmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten. Fernando Alonso, Hamilton und Rodriguez. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist noch lange nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Genau, also wie gesagt, wir gucken gerade mal auf die Zeiten. Wie gesagt, Hamilton 23.2, Alonso 22.8 und ich muss sagen, die Zeit, die wir am zweiten freien Training gefahren sind, die war deutlich schneller als die von Alonso. Also theoretisch würde ich fast sagen, wir sind so 0,2, 0,3 schneller als der Rest des Feldes, zumindest was die Zeiten jetzt betrifft. Also ich kann mir tatsächlich was ausrechnen. Aber wir müssen es nach Hause bringen. Mal gucken, was am Ende im Qualifying rauskommt. Also wir sehen es dann quasi schon wieder morgen. Er fährt natürlich auf absolute Trainingsprogramme. Das ist klar, das ist die KI. Die brauche ich gar nicht einzusammeln, die Punkte, aber die Trainingsprogramme mache ich nicht. So, dann sehen wir uns dann wieder mit 18 Minuten kurzes Qualifying in der nächsten Folge, liebe Leute, bei F1.23. Da würde ich sagen, Feierabend für heute. Bis morgen um 14 Uhr. Ich freue mich drauf. Adios und bye bye.